Hallo miteinander, Minecraft Folge Nummer 104. Und ja, wir haben ja im letzten Mal quasi unsere Monsterfalle irgendwo jetzt da ein Enderman rum, in der ersten Instanz fertiggestellt. Ist das dort hinten? Nein, das ist eine Kuh. Und jetzt geht es eigentlich darum, zum da dunkel machen. Die Workbench wieder mit. Und da dunkel machen, dass dann da eben auch die Figuren auch da runterfallen. Und jetzt habe ich aber noch eigentlich noch denken, ja, ich könnte da ja irgendwo ist da. Ah, das ist schon mal davon raus gewesen. Falls da nur zu wenig landen, muss ich einfach da mal das Ganze noch umstrukturieren, wobei eigentlich ich denke, da werden jetzt so oder so schon zu wenig drinnen landen. Weil da einfach viel zu viel Fläche ist, wo sie rumlaufen können. Ja, wie meint das jetzt am besten? Am besten gar nicht schnell ein bisschen Wasser holen. Hä? Muss jetzt nicht verstehen, wo das Zombiefleisch kommt. Der Enderman ist wirklich relativ hoch. Gehören relativ laut. Er hat ihn vielleicht schon lange entdeckt, rein. Ist aber auch besser so, weil jetzt eh nichts mit dem zu tun hat. Zweiten Eimer langt, weil dann machen wir dort machen wir einfach auch schnell also eine endlose Wasserquelle. Immer ein Eckli. Ja, Enderman ist gut, die haben die gehört. Machen wir einfach so mal da. Wir da in dem Bereich schnell eine endlose Wasserquelle her. So, und dann können wir da die Eimer wieder füllen. Zwei langen ja eigentlich pro Spur. Und jetzt wollen wir uns überlegen, wenn wir das da machen. Ich weiß aber nicht, ob das funktioniert, wenn ich da jetzt... Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da quasi einfach mal so. Eine Dreierbahn da rein ziehen. Dass da quasi auch Wasser anlegen. So. Jetzt können wir eigentlich da gerade wieder Wasser nehmen. Wäre eigentlich auch so gegangen. Und jetzt da das Wasser da für den Flüssen lassen. Weiß ich gar nicht, ob das funktioniert. Ja, genau das habe ich zu wählen. Ah, wenn wir da Holz unten rein, ha? Nein, das funktioniert dann schon mal nicht so, wie wir da sehen. Weil da das Wasser natürlich höher ist. Das funktioniert nicht. Dann würde ich sagen, lassen wir das einfach und hoffend. Das war jetzt Blödsinn gewesen. Ja, aber... Wie viel... Ja, aber... Hey! Also... Das halte ich jetzt also doch schon für unglaublich. Also, habt ihr das jetzt gesehen? Also ich meine... Ja, sehr wahrscheinlich bin ich ja schon selber schuld, dass das jetzt so rauskommt. Aber das ist ja jetzt doch... Also... Ja, wir machen da wieder zu. Das bringt es da nicht. Und jetzt ruckelt es bei mir da wieder. Machen wir noch zu. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass die Viecher früher oder später trotzdem da reinlatschen. Sonst müssen sie das Ganze nämlich einfach eins erhöhen. Ja, ich hoffe jetzt einfach mal, sie latschen rein. Ich habe keine Ahnung, ups, das tun. Ich weiß auch gar nicht, ob die da überhaupt spawnen. Noch nie einen Monsterfall gebaut. Ich weiß nicht, von was das abhängig ist. Dass die spawnen. Also ich bin momentan also wirklich schon Schussel hoch 10. Da hinten ist jetzt schon sehr dunkel, wie ihr seht. Jetzt ist die Seite weg.
Beratung. Ja, aber... Ja, weißt du, der Stein haut es mir direkt aus, aber die Fackel nicht. Das ist... schon sehr, sehr speziell gewesen jetzt hier, oder? Die Fackel hat gekippt, als gäbe es keinen Morgen. Und... da noch weg. So, 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 so. Und da die Wasserquelle noch versiegeln. Ja, wieso ist da noch so hell? Da, jetzt ist dunkel. Was ist jetzt spawnt da auch irgendetwas, wenn ich gerade da stehe? Bis jetzt noch nicht. Bis jetzt spawnt noch nichts. Aber wir gehen jetzt da mal raus. Machen da mal mit Holz zu. Damit wir da wieder finden. Und gehen einfach mal unten. Dann ein bisschen warten. Aber bevor wir da unten warten gehen, ist einmal Zeit zum Inventar. Ja genau. Das Inventar ein bisschen leeren. Kakaobohnen, ja, die sind da drin. Blumen sind auch da drin. Erdäpfel ebenfalls. Brot auch, ja. Und dann nehmen wir da mal das Eisen drin. Kann ich sonst genau? Ja, Sand haben natürlich noch zum Einschmelzen. Die nehmen wir auch raus. Und 44 Sand, das sind 6 Kohle. So. Gehen wir runter und verteilen die restlichen Waren da unten in der Kiste. Nö. Cleanstone zu Cleanstone. Und normaler Stein zu normalem Stein. In allerlei Kisten kommen die wieder oben ins Eckli. Workbench. Ja gut, der wird jetzt eigentlich immer dabei, habe ich gesagt. Ha? Holz ein bisschen da oben ablegen. Wirklich ein riesen Durcheinander in diesen Kisten. Steintreppe. Oh, hätten wir sogar noch mehr als genug gehabt. Sehen wir noch genau. Eisen tun wir da mal rein. Da haben wir noch einen Lavaneimer. Der Weizen kann da noch rein. Das Glas können wir auch wieder hier ablegen. Schwarzpulver. Ist Schwarzpulver da hinten? Ja, Schwarzpulver ist da hinten. Das Zombiefleisch ist glaube da unten gesehen. Da haben wir wieder mal ein bisschen gerade aufgeräumt. Ja, da ist Zombiefleisch. Ja, das Schwert kommt noch nicht zum Einsatz. Das haben wir jetzt mal da Zwischenlager. Das Sticks kommt auch da drin. Fackel. Nehmen wir einfach mal ein Stack da im Inventar. Dann wird die Wassereimer auch temporär da auslagern. Das muss da aber. Chair brauche ich jetzt da momentan auch nicht. Erde nehmen wir halt trotzdem einfach so da schnell in die Kiste. Ebenso meine ich jetzt Kohle schnell. Stein da. Bemoosepflaster stecken wir jetzt einmal da rein. So, und jetzt haben wir wieder einigermaßen aufgeräumt. Wir mal schauen, ob da schon irgendetwas auf uns wartet. Sehr wahrscheinlich nicht. Nö. Fackeln noch eingesammelt. So, gar nicht, was habe ich eigentlich das Spiel eingestellt? Auf einfach, dann müssen wir mal auf normal. Vielleicht spawnt dann ein bisschen mehr. Hoffentlich. Die sollten ja dann eigentlich alle da vorbeischwimmen. Ja, was werden wir als nächstes machen? Vielleicht werden wir da so ein bisschen stehen und ein bisschen da aufs Wasser schauen und hoffen, dass mal irgendwann vielleicht mal unsere Monsterfalle so funktioniert, dass da mal etwas ankommt. Ja, in nächster Zeit eben habe ich gedacht, vielleicht noch ein paar Häuschen im Dorf anlegen, je nachdem. Das könnte man vielleicht mal noch machen. Je nachdem vielleicht auch
Eben, dass man dann hat noch spezielle Gebäude bauen, denn mein Getreideturm, der müsste vielleicht irgendein wenn auch mal noch ein bisschen aufgemotzt werden. Und ja, also eben, ich bin nicht so ganz sicher, in welche Richtung ich mit meinem Getreideturm-Dingens gehen möchte. Weil nach oben bauen habe ich festgestellt, wird das einfach mal relativ tricky werden. Jetzt auch für mich kommt da tatsächlich nichts. Also, vielleicht habe ich es auch falsch gebaut, je nachdem. Weiß jetzt gerade nicht. Kenne mich aber nicht so wirklich aus mit Monsterfallen. Wenn ihr wisst, was ich falsch gemacht habe, falls ihr etwas falsch gemacht habt, schreibt es noch bitte in den Kommentar rein. Sagen wir, lösen das da einfach mal nochmal. Und könnten jetzt uns eigentlich mal damit befassen, um einfach mal den Gang da ein bisschen verschönern. Ah, jetzt haben wir da ein bisschen Eisen, Da überall den Dreck rauspopeln, wo der Dreck nicht hergehört. Dann da natürlich auch den Boden. Dann holen wir einfach den Greenstone und dann das da ausbessern. Da auch. Und dann haben wir die zwei da. So. Ja, lass mal schnell holen. Da oben sind wir sicher schneller als da unten. Machen wir mal ein bisschen Optimierungsarbeiten. So, als nächstes einen langen. Nein, da kommt kein Stein rein. Aber jetzt dann da. Da und da. Und eigentlich auch... Oh, zwei, nein, da lassen wir es offen. Dann da halt. Da kommen überall Steine rein. Da ebenso. So. Da haben wir überall Steine. So, jetzt haben wir das nochmal schon mal optimiert. Und immer noch nichts. Vielleicht noch warten, bis es dunkel ist, oder? Ich weiß aber nicht. Vielleicht wollen wirklich oben noch mehr Wasserläufe reinziehen, dass dort nicht die ganze Fläche so offen ist. Mal nach oben. Oh, eigentlich ist draußen Nacht. Eigentlich wäre Nacht. Das heißt eigentlich, die Bedingungen wären momentan optimal, dass da etwas spawnen könnte, sofern da überhaupt das eben so funktioniert, wie wir das bastelt haben. Also wie ich das bastelt habe. Und ja, machen wir nochmal eine Ecke da. Jetzt habe ich gemeint, da sieht man den Himmel, da bist du einfach nur Kohle. Voll verpeilt. Da kommt immer noch nichts. Weiß nicht, soll jetzt da einfach mal, ich glaube, ich warte nachher da einfach mal ein bisschen außerhalb vom Let's Play und warte mal ab, ob da etwas kommt oder ob das wirklich falsch gebaut ist. Je nachdem, dass ich vielleicht oben auch den Bereich irgendwie anders anlegen muss. Oder dass das gar nicht funktioniert in irgendeiner Version von Minecraft. Hallo? Ist da oben jemand? Sie sehen mal nichts. Aber noch ein taktischer Rückzug da. Eine Stein, die ich da weggeschlagen habe, kommt da auch wieder rein. Ich würde sagen, gehen wir nochmal rauf und schauen. Von oben her. Was das Problem ist. Aber dann müssen wir zuerst schlafen und das ist dann vielleicht wieder weniger gut für die Spawnrate von diesen Viechern. Aber ja, ich würde sagen, ich mache an dieser Stelle jetzt halt einen Cut. Nehmen wir uns einfach mal daher. Ich mache jetzt da einen Cut, dann warte ich mal die Nacht noch ab. Ohne bei den Monsterfallen. Mal schauen. Danach können wir in der nächsten Woche schauen, ob da wirklich nichts spawnt oder wie auch immer oder wo da das Problem ist. Auf jeden Fall, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Und bis dahin, tschüss miteinander.